Moin Moin und damit willkommen zu einer Ankündigung. Und zwar soll es heute darum gehen, dass ich die Gewinne verteile, beziehungsweise einfach mal das Gewinnspiel auflöse. 12 Fragen habe ich euch gestellt und die wurden beantwortet. Dementsprechend werde ich jetzt einfach mal die Fragen vorlesen und dann die dazu gegebenen Antworten, die verschieden hätten ausfallen können. Ich war da so ein bisschen großzügig und werde da ein bisschen was zu sagen. Okay, wir fangen an mit der ersten Frage. Ich lese sie noch einmal vor. Gegen welchen Heptarchen ziehen die Helden in der DSA-Kampagne zuerst? Die Frage an sich war schon so gestellt, dass man da mehrere Antworten geben kann. Heptarchen, wer sie einmal googelt, der wird schnell 7 an der Zahl finden. Und da waren Antworten möglich wie Helme Hafax. Habe ich, glaube ich, noch mit am meisten gehört. Vor allem dann, als sie in Boran ordentlich für Chaos gesorgt haben, die Mine mit Endurium überfallen haben. Das war auf alle Fälle eine Antwort, die ich habe gelten lassen. Voller Punkt. Es waren aber auch Xeran genannt, Xeraan. Auch den haben sie mächtig geärgert, haben da dann, vielleicht ein bisschen nach dieser ganzen Maraskan-Geschichte dann genervt, haben sie dann direkt konfrontiert und seine eigenen Schiffe dann abgefackelt und gefressen. Auch das habe ich gelten lassen. Und es gab auch noch einmal mit der Begründung einen weiteren Heptarchen. Und zwar Rassasor. Den haben sie einmal noch persönlich getroffen, als er dann oben in den Bergen saß. Allerdings haben sie in den Trollzacken exakt an der gleichen Stelle schon einmal die Seeadler mit Brandöl beladen. Und auch hier haben sie gegen die Skelette von Alurith Mangrace gekämpft, beziehungsweise die waren natürlich im Auftrag von Rassasor unterwegs. Auch das eine richtige Antwort. Dann die zweite Frage, wo ich dann auch verschiedene Antworten bekommen habe, die dann auch möglich waren. Nenne einen Erzfeind der Gruppe mit Namen und wann sie ihn verärgert haben. Wer da ausgefuchst ist, kann dann natürlich das gleiche wie die Heptarchen nehmen. Auch das wäre ein Gegner, den sie dann genervt haben. Ich habe bekommen, Perdido Dorkstein ist natürlich richtig, den haben sie in der Mine geärgert. Arvid Störrebrand war eine mögliche Lösung, der ja Händler, den sie in Festum geärgert haben, wo es dann wohl so ein bisschen um namenlose Triebe ging, was ich nicht weiter ausgespielt habe, aber zumindest haben sie diesen Händler im Fextempel geschlagen und später wurde dann von der Inquisition das Gebäude geräumt. Dann wurde das, was ich eben gesagt habe, auch ein Heptarch genannt, also Helme Hafax mit der gleichen Begründung. Und auch ein weiteres Mal Arvid Störrebrand. Alles klar, soll ich gelten lassen. Nächste Frage, Nummer 3. Nenne einen Verbündeten der Gruppe mit Funktion und Name. Was habe ich hier bekommen? Kapitän Sarnin, derjenige, der die Seeadler erobert hat und jetzt mit ihnen gemeinsam als Verbündete umherfährt. Den habe ich mehrmals bekommen, zudem auch Blutschluck. Da ist das natürlich auch ein Verbündeter, der war bis zum Rest loyal, auch wenn es da immer so ein paar fragwürdige Szenen gab, wo man nicht ganz wusste, ob er jetzt schon Belhal-Harpaktierer ist, aber auch Blutschluck ein Verbündeter. Ja, zudem auch Dexter Nimrod als Auftraggeber und Informant, auch das ist natürlich richtig. Frage Nummer 4. Welches System habe ich neben dem Fokus auf DSA auch geleitet oder gespielt? Ja, das war ziemlich einfach zu beantworten, auch wenn man den Kanal noch nicht kannte und neu dabei war. Einfach in die Playlist gucken, alles das, was nicht DSA ist. Es wurde genannt Cthulhu, Splittermond, Hexen, Call of Cthulhu, genau, Game of Thrones und ja, da war quasi alles irgendwie dabei. Wer da also noch nicht genau weiß, was ich sonst noch alles gespielt oder geleitet habe, da, wie gesagt, in die Playlist gucken. Wären aber auch noch Antworten möglich gewesen, abseits von dem, die ich dann privat spiele, beziehungsweise auf der Drachenzwinge. Da habe ich in meinem Vorstellungsbereich auch das ein oder andere System angegeben, aber das soll an der Stelle erstmal egal sein. Wie heißt das Programm, beziehungsweise der Online-Spieltisch, mit dem ich Token und Karte verwalte? Da habe ich auch 3 Antwortmöglichkeiten bekommen. Map Tool war mit dabei, Fantasy Ground und Roll20. Ich habe mir überlegt, ob ich für Fantasy Grounds und Roll20 nur einen halben Punkt gebe, werde ich aber nicht tun. Ich werde das, ja, ich habe beide schon oder ich habe alle schon benutzt. Mal Fantasy Grounds mache ich nicht so gerne für Karten und Roll20 mag ich auch nicht so gerne, aber habe ich benutzt. Also ja, lasse ich gelten, es ist ein voller Punkt. Dann, mit welchem Podcaster hatte ich schon eine Kooperation in einer mittelalterlichen Spielrunde? Das war vielleicht ein bisschen kniffliger. Die richtige Antwort ist Michael Jägers. Mit dem habe ich nämlich Cthulhu gespielt. Und das wurde auch das ein oder andere Mal genannt.
Welcher Stargast hat bei uns im Livestream schon mitgewirkt oder hat mich dort begleitet? Ja, mittlerweile hatte ich noch ein paar andere Stargäste, wenn ich so möchte. Zu dem Zeitpunkt, als ich die Frage gestellt habe, wäre Florentin Will die richtige Antwort gewesen. Ich hätte aber jetzt auch noch nachträglich in diesem einen Monat andere Antworten zugelassen, aber Florentin Will war die einzige Antwort, die kam und die hätte ich damals auch haben wollen. Ja, wie heißt das Forum, bei dem ich meine Runden verwalte? Das ist die Drachenzwinge. Das wussten auch eine ganze Menge, soll, glaube ich, auch nicht so schwierig gewesen sein. Ich mache ja auch oft genug Werbung dafür. Wen habe ich bereits interviewt und um welches System ging es? Ja, auch da, als ich die Frage gestellt habe, gab es nur ein Interview, und zwar das von Malmsturm mit Werner, Björn und Dominik. Aber jetzt mittlerweile habe ich eben auch noch ein Hexeninterview geführt mit Mirko Bader und auch diese Antwort ist korrekt. Ja, Frage Nummer 10. Was ist euer Lieblings-DSA-Abenteuer und warum? Ja, die Frage ist quasi geschenkt. Die kann quasi jeder beantworten, der schon einmal DSA gespielt hat. Warum wollte ich das wissen? Naja, weil ich immer auf der Suche bin nach guten DSA-Abenteuern, die ich selber nicht kenne. Und da wollte ich einfach mal ein bisschen Inspiration haben, was ich mir als nächstes durchlesen kann, ob ich da in so einem kleinen Sandkasten drin wühle und dann einige coole Szenen rausklaue, damit ich die dann eben in dem Let's Play oder in der Spielrunde verwurste oder dann eben auch mal komplett anbiete das Abenteuer. Da wollte ich einfach mal reingucken, was euch so am besten gefällt. Und ja, das war quasi eine geschenkte Frage, die ist ja immer irgendwie richtig. Bonusfrage Nummer 11. Wie heißt der aktuelle Mannschaftssprecher an Bord der Dämonenarche? Da habe ich auch verschiedene Antworten bekommen. Ein Mannschaftssprecher ist jemand, der sich um die Bedürfnisse der Mannschaft kümmert, der dann eben damit zu dem Kapitän geht und sagt, hier hör mal, 50% der Mannschaftsmitglieder fühlen sich gerade nicht wohl, weil das Essen zu schlecht ist oder so etwas. Damit eben nicht jede einzelne Mannschaft da zum Kapitän gehen muss, sondern damit das eine Person macht und die nennt dann auch keinen Namen, damit dann eben auch keiner angeschwärzt werden kann. Und das ist Ukdan Sturmfels, der Alanfaner Boren-Akolut, der schon seit Kunchurm mit dabei ist. Die Offiziere bzw. die Spielerhelden sind keine Mannschaftssprecher gewesen. Wie heißt die Firma, welche die Cthulhu-Nahermittler bedroht und gefährdet? Ja, da hättet ihr in die Cthulhu-Playlist gehen können. Die habe ich oft genug erwähnt und teilweise war es auch als Titel der Folge angegeben. Die richtige Antwort wäre New World Industries, eine unglaublich gut ausgearbeitete Firma, die ich richtig gerne mag und die jedes Cthulhu-Abenteuer würzt, mit ihren Agenten dann vor Ort ist, so ein bisschen CIA oder Homeland Security-mäßig, schwarze Anzüge, Sonnenbrille, die sind ja immer zur falschen Stelle am falschen Ort, beziehungsweise zur falschen Stelle am richtigen Ort, um dann bei Cthulhu-Ereignissen mitzuwirken und dann Artefakte einzusiedeln. Ja, damit haben wir alle Fragen beantwortet. Und ich schreibe jetzt eine E-Mail, angefangen von demjenigen oder derjenigen mit den meisten Punkten, stelle ihm dann die Auswahl von diesen 12 Rollenspielprodukten vor und er kann sich dann eins aussuchen und gebe dann die übrig gebliebenen Produkte weiter an denjenigen mit den zweitmeisten Punkten und so weiter und so fort, sodass dann eben diejenigen mit den meisten Punkten die größte Auswahl haben. Aber ihr bekommt alle was. Es bleiben auch noch ein paar Produkte übrig und die verteile ich dann in anstehenden Livestreams. Die werde ich dann einfach am Ende dieses Livestreams verlosen. Damit bedanke ich mich fürs Zusehen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.